Geschätzte Damen und Herren, bevor wir mit dem heutigen Sportprogramm beginnen, habe ich als Union-Obmann von Rohrbach-Berg die traurige Nachricht zu überbringen, dass am 16. März unser sehr verdienter Sportfunktionär Günter Rauch verstorben ist. Wir haben ihn gestern zu Grabe getragen. Günter Rauch war mit Sicherheit einer der verdientesten Funktionäre der Union Rohrbach-Berg, speziell was Fußball anbelangt. Günter war von 1967 bis 1988, also 21 Jahre, Sektionsleiter und meistens auch zugleich Trainer der Kampfmannschaft und der Jugendmannschaften. Ihm gelangen mit Union Rohrbach-Berg zwei Meistertitel. Er war auch bezirksweit äußerst aktiv als Nachwuchsgruppenobmann und er war zudem im Jugendausschuss des Oberösterreichischen Fußballverbandes tätig. Uns wird Günter Rauch sehr fehlen, als Funktionär, aber vor allem auch als Mensch. Wir alle haben ihn unheimlich geschätzt, seine Geselligkeit, seine Kameradschaft und sein Bemühen um Gemeinschaft. Günter Rauch war in den letzten Jahren auch noch tätig als Trainer der Union Öpping und in letzter Zeit sehr erfolgreich als Trainer von Haslach, wo ihm der Aufstieg in die Bezirksliga gelungen ist. Lieber Günter, wir werden dich alle sehr vermissen. Wir danken dir für deine Arbeit, die du für die Union Rohrbach-Berg und für den ganzen Fußball im Bezirk geleistet hast. Günter Rauch hat im Laufe seiner Tätigkeit sehr viele Ehrenzeichen bekommen und er hat sie wohl auch redlich verdient. Er hat das Ehrenzeichen, das goldene Ehrenzeichen der Union Rohrbach-Berg bekommen, den Ehrenring der Sektion Fußball. Er hat das goldene Ehrenzeichen des Oberösterreichischen Fußballverbandes bekommen. Und zur Erinnerung an seine letzte Ehrung, die wir anlässlich der 50-Jahr-Feier der Union Rohrbach-Berg durchgeführt haben, hat er das goldene Ehrenzeichen des Union Landesverbandes bekommen. Günter Rauch war 21 Jahre lang Sektionsleiter bei den Fußballern. 21 Jahre. Er war auch lange Zeit Bezirksreferent. Und seit 1988, also bis jetzt, ist der Beirat im Union-Vorstand und nach wie vor ein äußerst wertvoller Mitarbeiter in unserem Verein. Lieber Günter, ich danke dir sehr für deine Mühen und für deine gute Arbeit im Fußball. Im Jahr 77, ihr wisst es eh, hat unser Minister eine super Idee. Er schafft für die Mädchen, das war wirklich toll, die Schülerliga Volleyball. Ein bisschen Pritschen, ein bisschen Baggern, einen hohen Block und einen harten Schlag, ein festes Service, eine gute Taktik, so spielen wir Volleyballer Tag für Tag. Gegen die Langeweile und gegen den Stress schlupfen wir in unsere Volleyball-Dress. Von uns weiß auch jeder, was er machen soll. Wir spielen einfach Volleyball. Und ist auch die Meisterschaft bald wieder aus und muss von uns jeder in sein Landelshaus. Ein wichtiger Trost bleibt auf jeden Fall. Wir haben ja unseren Volleyball. Ein bisschen Pritschen, ein bisschen Baggern, einen hohen Block und einen harten Schlag, ein festes Service, eine gute Taktik. So spielen wir Volleyballer Tag für Tag. Ja, so lautet der Text für diese Volleyball-Schülerliga
der Text, der zum Schlager Ein bisschen Frieden gestaltet wurde. Und ich hoffe, er war die richtige Einstimmung für diesen heutigen Sportbericht, der uns die Jubiläumsveranstaltung 20 Jahre Volleyball-Schülerliga etwas näher vermitteln soll. Am 13. Februar hatten sich 9 Schulen in der Bezirkssporthalle Rohrbach versammelt. Die Bezirksreferentin Adelheid Hüpf begrüßte die teilnehmenden Mannschaften sowie die Ehrengäste, Direktor Dr. Dunzendorfer und Bezirksschulinspektor Fritz Scherer zu dieser Jubiläumsveranstaltung. Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, Feste und Feiern sowie Wettkämpfe sind sozusagen das Salz in der Suppe zum Schulalltag. Und ich darf euch aus diesem Grunde sehr herzlich begrüßen in unserer schönen Bezirkssporthalle 20 Jahre Schülerliga Volleyball. Das verspricht sicherlich harte, aber faire Kämpfe, worauf wir uns wirklich sehr, sehr freuen. Ich möchte mich bedanken bei den Organisatoren, vor allem bei der Frau dass ihr bitte alle heute gewinnen möget, in dem Sinne, dass jeder das Optimale von diesem Wettkampf mit nach Hause nimmt. In diesem Sinne erkläre ich die heutigen Spiele für eröffnet. Alles Gute! Nach den Grußworten von Schulinspektor Friedrich Scherer gab es dann Blumen für die Bezirksreferentin Adelheid Hüpp und für die Verantwortliche im Raum Rohrbach für diese Veranstaltung. Und dann spielte die Musikhauptschule Neufelden zur Einleitung dieser Veranstaltung auf. Unter der Führung von Frau Fachlehrer Edith Niedermeyer konzertierte eine kleine Gruppe und weiter ging es mit einer Jazzgymnastik von der Hauptschule Niederwaldkirchen.
Nach dieser wunderschönen Vorführung der Jazzgymnastik durch die Hauptschule Niederwaldkirchen ging es dann mit den ersten Vorrundenspielen los. Ja, und aus Anlass des Geburtstagsfestes gab es Torten, Mehlspeisen von den einzelnen Mannschaften für die jeweilige Gegnermannschaft. Hier die Hauptschule Rohrbach mit Betreuerin Elisabeth Neundlinger. Und hier haben wir die Hauptschule Neufelden mit einem Gugelhub. Und da haben wir das Bundesrealgymnasium Rohrbach. Ja, und dann kommen wir zu den ersten Spielen. Gespielt wurde auf 2 gewonnene Sätze. Und an diesem Vorrundentag musste damit die Entscheidung fallen, welche der 9 Mannschaften aus dem Bezirk Rohrbach sich für das obere Playoff qualifiziert, was dann in weiterer Folge zur Teilnahme am Landesfinalbewerb berechtigen sollte. Die Stimmung war prächtig in der Bezirkssporthalle. Die Halle war ausgezeichnet besucht. Ich schätze, es waren etwa 400 Besucher auf den Tribünen und auf den Spielfeldern nochmals ca. 100 bis 200 Personen, sodass dieser Spieltag ein voller Erfolg war. Viele ehemalige Spielerinnen aus den früheren Schülerliga-Bewerben hatten sich ebenfalls in der Bezirkssporthalle eingefunden, hatten der Einladung der Bezirksreferentin gefolgt und konnten schöne Spiele verfolgen. Wir sind hier beim Spiel zwischen der Hauptschule Hofkirchen und der Hauptschule Rohrbach. Hofkirchen ist die Mannschaft in den blauen Dressen. Auf der Tribüne sehen wir sogar den Direktor der Hauptschule Rohrbach, Manfred Hartl, sowie den Bezirksschulinspektor Friedrich Scherer. Und die Rohrbachrennen wurden natürlich auch lautstark von der Spielfeldseite aus unterstützt. Ein gewisser Heimvorteil war dafür Rohrbach schon gegeben. Lange Blicke bei der Betreuerin der Hauptschule Hofkirchen, Leopoldine Binder, die mit ansehen musste, wie ihre Mannschaft in den letzten Jahren zu den stärksten Mannschaften in dieser Volleyball-Schülerliga zählte, gegen Rohrbach zu kämpfen hatte. Ja, und die Begeisterung bei der Betreuerin war riesengroß über jeden gewonnenen Punkt. Und damit war der erste Satz zugunsten der Hauptschule Rohrbach entschieden. Wir sind im zweiten Satz zwischen der Hauptschule Hofkirchen und der Hauptschule Rohrbach. Und jetzt schauen wir auf ein anderes Spielfeld. Es waren ja neben der Hauptschule Hofkirchen und der Hauptschule Rohrbach auch die Mannschaften des Bundesrealgymnasiums Rohrbach, der Hauptschule Ulrichsberg, der Hauptschule Niederwaldkirchen, der Hauptschule St. Martin, der Hauptschule Neufelden, der Hauptschule Haslach und der Hauptschule St. Peter am Wimberg bei dieser Veranstaltung dabei.
Insgesamt 9 Schulen haben sich an dieser Schülerliga beteiligt. Hier sind wir bei einem Spiel zwischen der Hauptschule Haslach gegen die Hauptschule Neufelden. Peter Grünzweil gerade bei einer Spielpause, bei einem Timeout, instruiert seine Schülerinnen mit erhobenem Zeigefinger, wie es sich für einen Lehrer gehört. Aber wir sind schon wieder bei dem Spiel Rohrbach gegen Hofkirchen. Und wir sahen bereits den letzten Ball. Rohrbach, die Hauptschule Rohrbach, besiegte die Hauptschule Hofkirchen und konnte damit einen wichtigen Schritt Richtung Bezirksmeistertitel machen. Ja, mit Pfirteich verabschiedeten sich die Schülerinnen aus Hofkirchen von den Rohrbacherinnen. Und damit wechseln wir das Spielfeld, kommen wir zu einem Vorrundenspiel des DAG Rohrbach. Eine des Betreuerinnen-Trios oder gar Quartetts des Bundesrealgymnasiums Rohrbach. Ja, und wie Sie sehen, die Tribüne war bestens besetzt. Tolle Stimmung. Wirklich ein voller Erfolg für die Organisatoren. Ja, das BAG hat gegen die Hauptschule Niederburgkirchen gespielt. Es ist für den Kameramann gar nicht so einfach, die einzelnen Mannschaften zu unterscheiden. Das BAG hat ebenfalls einen riesigen Fanclub mit. Mit Trommeln wurden die Mannschaften unterstützt. Und auch die Spielerkolleginnen sorgen für Stimmung von den Bänken aus. Niederwaldkirchen, die Hauptschule Niederwaldkirchen, ist die Mannschaft in den weißen Leibchen. Hier bejubelte das BAG Rohrbach wieder einen entscheidenden Punkt. Hier die Betreuerinnen der Sporthauptschule Niederwaldkirchen, Simone Haugeneder und Petra Derndorfer. Und hier vom Bundesrealgymnasium Rohrbach Trude Hauer. Und am Spielfeldrand Leopoldine Binder und Annemarie Beersdorfer. Und auch hier ehemalige Spielerinnen dieser Volleyball-Schülerliga. Und hier der lautstarke Fanclub des BAG mit den Trommeln. Ja, die Nerven waren zum Zerreißen. So ging es manchen Zuschauerinnen mit auf der Tribüne. Man merkt, wenn man als Zuschauer dabei ist, wie da die Begeisterung mitspielt, wie sich die einzelnen Spielerinnen motivieren und auch die einzelnen Lehrkräfte leben voll mit, wie hier Elisabeth Meierhauser und Gabi Haudum vom BAG Rohrbach. Ja, und im dritten Satz fiel die Entscheidung zugunsten des BAG Rohrbach. Der Jubel war riesengroß. Eine wichtige Vorentscheidung war natürlich auch in diesem Spiel zu erwarten, beziehungsweise musste fallen. Und die fiel zugunsten des BAG, denn bei einem Sieg der Hauptschule in Niederwaldkirchen hätten beide Mannschaften dieselben Punkte bzw. dieselben Siege aufgewiesen.
Der dritte Satz, das sogenannte Running Score, brachte hier die Entscheidung. Ja, und dann ging es wieder mit einer Einlage der Musikhauptschule Neufelden weiter. Ja, und in Pausen gab es belegte Brote für die Spielerinnen, die von der Firma Eurospar vom Sparmarkt in Rohrbach zur Verfügung gestellt wurden und von den Schülerinnen der Hauptschule Rohrbach zubereitet und den Spielerinnen angeboten wurden. Und dann die nächste herrliche Einlage von der Sporthauptschule Niederwaldkirchen. Genießen Sie diese Szene.
Ja, wir haben ja tolle Leistungen in der Sporthauptschule Niederwaldkirchen, diese Schülerinnen gesehen, die das Jonglieren ausgezeichnet beherrschen. Ja, und dann ging es wieder weiter mit Spielen aus der Vorrunde. Natürlich gab es wieder Kuchen und Mehlspeisen als Präsent für den jeweiligen Gegner. Hier sehen wir nochmals alle Betreuerinnen, Annemarie Beersdörfer, dann Johanna Kindermann von der Hauptschule St. Peter, nochmals Annemarie Beersdörfer von der Hauptschule Haslach, Brühl Christine von der Hauptschule Ulrichsberg, hier ein kurzer Spielausschnitt gegen Niederwaldkirchen. Die Hauptschule Ulrichsberg spielt ja überhaupt am längsten in dieser Volleyball-Schülerliga mit. Sie ist seit Anbeginn dieser Veranstaltung dabei. Vor 20 Jahren hat ja das Ganze begonnen. Ein Jahr später ist dann die Hauptschule Hofkirchen dazugestoßen. Und ich habe gehört, dass beide Mannschaften zu den erfolgreichsten Mannschaften im Bezirk bei dieser Schülerliga zählen. Ja, und hier auch Jubel bei den Ulrichsberger Mädchen über einen Sieg gegen die Hauptschule Niederwaldkirchen. Ja, hier sind wir bei einem Spiel der Hauptschule Haslach gegen die Hauptschule St. Martin. St. Martin ist die Mannschaft in den roten Leibchen. Und es ging zwischen diesen beiden Schulen ebenfalls sehr spannend zu. Ein dritter Satz musste erst die Entscheidung bringen. Wieder das sogenannte Running Score. Ja, hier schaffte die Hauptschule Haslach den Ausgleich, den Satzausgleich zum 1:1. Aber im Entscheidungssatz hatten die Haslacher Mädchen dann nichts mehr zu bestellen. Das sind halt auch Prüfungen, die die jungen Sportlerinnen da zu bestehen haben. Und damit kommen wir zur nächsten Vorführung des Bundesrealgymnasiums Rohrbach. Magister Elisabeth Meyerhaus hatte diese Vorführung einstudiert, damals einstudiert für den Maturaball, die als Mitternachtseinlage präsentiert wurde, damals auch mit entsprechender Beleuchtung und entsprechender Stimmung.
Ja, den Schülerinnen aus Ulrichsberg hat diese Vorführung sichtlich gefallen. Da werden schon die modernen Sportarten mit dem Tanz verbunden. Schön anzuschauen. Ja, und in der nächsten Pause gab es dann auch eine Verlosung von Warenpreisen, die von der Sparkasse Mühlviertel West, Bank AG und der Firma Zentra Sport Niedersüß zur Verfügung gestellt wurden. Rucksäcke und Dressenleibchen. Jede Mannschaft erhielt einen Preis. Es wurde aus jeder Mannschaft eine Spielerin gezogen. Und damit nochmals bei der Musikhauptschule Neufelden unter der Leitung von Edith Niedermeyer. Ja, eine Gratulation an die Musikhauptschule Neufelden, die einen schönen Beitrag zur Gestaltung dieser Jubiläumsveranstaltung geleistet haben. Damit kommen wir wiederum zu einer weiteren Vorrunden-Session. Die Hauptschule Neufelden spielt hier gegen die Hauptschule Haslach. Schiedsrichterin Simone Haugenreder, ja, wir sind schon bei einem anderen Spiel zwischen der Hauptschule Ulrichsberg gegen Hauptschule St. Martin. Vielleicht etwas zu den Spielregeln bei Volleyball. Gespielt wird auf 2 gewonnene Sätze, die bis 15 Punkten gespielt werden. Einen Punkt kann man nur machen, wenn man selbst das Service hat. Es müssen aber 2 Punkte different sein, also zum Beispiel 15 zu 13. Wenn diese 2 Punkte nicht bei 15 gegeben sind, dann geht es noch weiter bis 17. Dann genügt auch ein Punkt Differenz. Und steht es nach 2 Sätzen unentschieden, 1 zu 1, dann gibt es einen Entscheidungssatz. In das sogenannte Running Score. Hier zählt jeder Punkt. Also man braucht nicht unbedingt das Service, um punkten zu können. Man kann auch bei einem Service des Gegners einen Punkt für sich machen. Und hier geht es tatsächlich bis 15 und muss auf 2 Punkte Differenz gespielt werden. Ja, auf der Tribüne wieder der Direktor der Hauptschule Rohrbach, Manfred Hartl, und vom Bezirksschulrat Rohrbach, Kurt Ellmannsberger, die den Spielen beiwohnten. Und hier sehen wir schon Szenen von einem Spiel, das dann die endgültige Entscheidung um den Vorrundensieger bringen musste. Die Hauptschule Rohrbach unter der Betreuung von
Elisabeth Neundlinger spielte gegen das Bundesrealgymnasium, Bundesgymnasium Rohrbach mit 3 bis 4 Betreuerinnen. Ich nehme an, das ist für die einzelnen Spielerinnen gar nicht so einfach. Ich nehme an, dass es bei den Hauptschulmannschaften da doch etwas einfacher für die einzelnen Schülerinnen ist. Diese Auseinandersetzung hatte auch einige Brisanz zu bieten, denn viele Schülerinnen kennen sich. Und wahrscheinlich auch für die Hauptschule immer wieder eine besondere Herausforderung, gegen das Gymnasium anzutreten. Ja, hier regiert das BRG. Dies in diesen Schlachtrufen der Schülerinnen vom BRG. Aber wer weiß, wie es am Ende nach dieser Partie dann ausschaut. Und wieder ein Punkt für die Hauptschule. Und der Fanclub der Hauptschule Rohrbach jubelt hier erneut. Wieder ein Punkt für die Hauptschule Rohrbach. Ja, und die Betreuerin des Gymnasiums Trudi Hauer bat zur Auszeit, um die Mannschaft zu beruhigen und neu zu motivieren, neu einzustimmen. Aber jetzt ein Punkt für die Hauptschule und damit war der Satz für die Hauptschule Rohrbach gewonnen. Ja, man merkt es an den Betreuern bzw. auch an den Schulkolleginnen, wie viel Spannung in diesem Match, in dieser Auseinandersetzung war. Schließlich und endlich musste ja diese Partie die Entscheidung bringen.
zu diesem Zeitpunkt, vor diesem Match, führte ja das BRG Rohrbach vor der Hauptschule Rohrbach mit einem Sieg Vorsprung. Ja, und das Spiel stand knapp vor der Entscheidung. Ja, und das war der letzte Punkt bei dieser Veranstaltung zugunsten der Hauptschule Rohrbach. Die Hauptschule Rohrbach besiegte das Bundesgymnasium, Bundesrealgymnasium mit 2:1 Sätzen und setzte sich damit noch an die Tabellenspitze. Ein herzlicher Glückwunsch an die Mädchen von der Hauptschule Rohrbach und ihrer Betreuerin. Damit kommen wir zur Vorrundentabelle. Sieger wurde die Hauptschule Rohrbach mit 7 Siegen und einem Satzverhältnis von 15:3. Um einen Satz schlechter war das Bundesgymnasium Rohrbach mit 15:4 und dahinter folgten Hauptschule Hofkirchen mit 6 Siegen, Hauptschule Ulrichsberg und Hauptschule Niederwaldkirchen mit je 5 Siegen. Die Hauptschule Ulrichsberg hatte das bessere Satzverhältnis. Sechster wurde die Hauptschule St. Martin mit 3 Siegen, siebter Neufelden 2 Siege, achter Haslach an der Mühl 1 Sieg und neunter die Hauptschule St. Peter ohne Sieg und auch ohne Satzgewinn in der gesamten Vorrunde. Die oberen vier Mannschaften von der Hauptschule Rohrbach, vom Bundesgymnasium Rohrbach, von der Hauptschule Hofkirchen und von der Hauptschule Ulrichsberg qualifizierten sich somit für das obere Playoff. Und dieses obere Playoff wurde inzwischen auch gespielt am 26. Februar. Und hier setzte sich die Hauptschule Rohrbach mit 3 Siegen und einem Satzverhältnis von 6:0 klar durch. Zweiter wurde das Bundesrealgymnasium Rohrbach, dritter die Hauptschule Hofkirchen. Und diese drei Mannschaften haben sich für die Zwischenrunde mit anderen Mannschaften aus Oberösterreich qualifiziert. Noch zwei Zwischenrunden folgt dann noch Halbfinale und Finale. Das Finale wird im Berg im April ausgespielt. Und vielleicht schafft es eine Mannschaft aus dem Bezirk Rohrbach, sich dafür zu qualifizieren. Thank you.
diese abschließende Vorführung der Schülerinnen von der Sporthauptschule Ulrichsberg sollte nochmals an die Bundesmeisterschaft in Rohrbach, die vor etwa 10 Jahren stattgefunden hatte, erinnern. Damals haben 150 Schülerinnen diese Tanzeinlage vorgeführt. Und anhand von Videos hat Frau Fachlehrer Christine Bröll diese Vorführung nochmals einstudiert. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Zusammenfassung über die Jubiläumsveranstaltung 20 Jahre Schülerliga Volleyball. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Ich würde mich freuen, Sie nächste Woche auch beim Sport am Infokanal der Firma Expert Kern wieder begrüßen zu dürfen. Guten Abend.